Du hast Benzin im Blut. Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Es ist wie so ein roter Faden, wenn du die mitnimmst in ein Meeting. Ich garantiere dir, das Meeting wird nur halb so lange dauern wie vorher und du wirst eine Entscheidung getroffen haben am Ende des Meetings. Alle sind zu Wort gekommen. Du hast jede Perspektive, jeden Blickwinkel der Teilnehmer kennengelernt, hast dann gemeinsam eine Entscheidung getroffen und du hast vor allen Dingen definiert, wie lautet jetzt der Flugplan. Andrea-Patzelt.com. Hallo und herzlich willkommen zum Premium Jobs Podcast. Hier ist Andrea Patzelt und ich freue mich, dass du zuhörst. Philipp Keil ist heute mein Gast. Philipp Keil ist Berufspilot und gleichzeitig ist er auch ein sehr berührender Vortragsredner und Buchautor. Nach über 8000 Flugstunden und einem beinahe Crash weiß Philipp Keil, dass du bei Turbulenzen nicht einfach so rechts ranfahren und abwarten kannst. Du musst handeln, schnell handeln. Als Pilot hast du die Verantwortung für Hunderte von Menschen, die dir ihr Leben anvertrauen. Sein neues Buch, das heißt Du bist der Pilot. Und hier geht es um 10 Erfolgsfaktoren, wie du immer wieder aus deiner Komfortzone kommen kannst, um bessere Entscheidungen zu treffen für dich und für dein Team. Und darüber sprechen wir jetzt. Philipp, ganz herzlich willkommen im Premium Jobs Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo Andrea. Wo erwische ich dich gerade? In München, in meinem Büro tatsächlich. Ich freue mich jetzt auf ein interessantes Gespräch mit dir. Wie schön. Starten wir auch gleich los. Ich habe ja erzählt, ich bin Recruiterin und Coach und als Headhunterin, da bin ich immer sehr neugierig darauf, wer mir so gegenüber sitzt. Und da frage ich nach dem Lebenslauf. Und so frage ich das auch immer als erste Frage in meinem Podcast. Und zwar jetzt nicht im Detail, Philipp, sondern mich interessiert einfach, ob du einen geraden Lebenslauf hast oder ob da viele Zickzacks drin sind. Ja, so wirklich linear verlief der nicht, denn meine Schulzeit war doch geprägt von sehr heftigen Turbulenzen, so möchte ich es mal ausdrücken. Ich war ein katastrophaler Schüler, weiß eigentlich bis heute nicht, wie ich das Abitur geschafft habe. Ich habe es dann irgendwie geschafft mit 3,4. Also ich glaube, schlechter geht's nicht. Ich war auch Jahrgangsschlechtester und war wirklich immer so der Chaot, der Klassenclown. Mich hat das alles nicht interessiert, ja. Also ich habe mich wirklich gefühlt, als würde ich in diese Welt hier nicht reinpassen, ja. Und dann per Zufall, es sind, glaube ich, oft die Begegnungen im Leben, die das Leben einzigartig besonders machen. Das war dann eine Begegnung mit einem Piloten, einem Flugkapitän von der Lufthansa, den habe ich in Urlaub kennengelernt. Ich wusste zu der Zeit kurz nach dem Abitur nicht wirklich wohin. Studieren konnte ich eh nichts mit so einem schlechten Abitur. Und der hat mir dann von seinem Job erzählt. Und für mich war Pilot immer so wie Astronaut. Ja, das wirst du nicht einfach so und mit einem schlechten Abi schon gar nicht. Das heißt, ich habe für mich schon mal von vornherein ausgeschlossen, dass ich wirklich was aus meinem Leben machen kann. Ja. Und der Pilot sagte dann, du, jeder kann sich da bewerben. Der hat mir dann ein bisschen was von seinem Job erzählt. Das fand ich auch wirklich toll. Hat mir gut gefallen, so vom Lifestyle her. Und dann habe ich mir gedacht, das ist es. Genau das möchtest du. Du möchtest nicht den 9-to-5-Job. Du möchtest nicht irgendwo im Büro sitzen. Du möchtest die Welt entdecken, ja, und möchtest einen Job haben, der abwechslungsreich ist und der auch gesellschaftlich angesehen ist. Ja. Und niemand konnte sich wirklich vorstellen, dass ich das schaffe. Ich glaube, selbst meine Eltern haben also mit dem Kopf geschüttelt, als sie dann gehört haben, dass ich das überhaupt versuchen möchte. Habe aber alles da reingelegt, wirklich meine ganze Energie. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich auch gemerkt habe, Mensch, in dir schlummert was. Wenn du wirklich etwas möchtest, mit deinem Willen, kannst du wirklich alles erreichen und kannst Berge versetzen. Das war das erste Mal, das war der erste große Aha-Moment in meinem Leben. Da habe ich tatsächlich als einer von 20 Bewerbern diese Aufnahmetests geschafft. Bin dann mit 1er Abiturienten im Pilotenkurs gesessen und habe dann die Ausbildung gemacht Anfang der 2000er Jahre und bin jetzt seit 17 Jahren Pilot, ja, und du hast es angedeutet, dann gab es auch wieder so einen, ja, nicht einen Zickzack, aber schon ein sehr besonderes Erlebnis,
dass mein Leben dann wieder in neue, andere Bahnen gelenkt hat. Das war 2009, ein beinahe Absturz direkt nach dem Start in Hurghada in Ägypten. Mhm. Ich bin da in eine schwere Windscherung reingeraten und ich habe mich plötzlich in der Situation wiedergefunden, wo ich wusste, innerhalb von 2 Sekunden, wenn du jetzt nicht das Richtige machst, du hast jetzt 2 Sekunden Zeit, danach ist es vorbei, ja. Und daraus ist dann auch wieder sehr viel entstanden. Ich habe ein Buch darüber geschrieben und bin auch als Redner und Management-Coach und Trainer unterwegs. Also waren das dieser Impuls, diese 2 Sekunden, die dann tatsächlich wirklich viel auch bewegt haben dann? Absolut. Dann bei dir. Auch das war wieder ein Aha-Moment, weil schau, du trainierst ein Pilotenleben lang trainierst du Notfälle im Flugsimulator. Und die Statistik sagt, dass Notfälle, sowas wie Triebwerksausfälle zum Beispiel, einfach statistisch gesehen fast nicht mehr vorkommen. Ja, so unfassbar sicher ist Fliegen heute. Und du befasst dich nie wirklich mit diesem Worst Case. Was passiert wirklich, wenn eines Tages diese Situation dir widerfährt? Und dann startest du auf einem Routineflug, du bist so auf deinem mentalen Autopiloten unterwegs, sag ich mal, und von einer auf die andere Sekunde ist alles anders. Ja? Und das hat natürlich eine Zeit auch gedauert, um das zu verarbeiten, aber ich habe wirklich sehr, sehr viel Positives daraus gezogen. Bei mir hat es auch hier wieder gezeigt, Mensch, wir sind als Piloten sehr gut trainiert, wir sind auf einem guten Weg und selbst wenn das Schlimmste passiert, dann hast du gerade bewiesen, dass du selbst das noch überleben kannst. Mhm. Und daraus habe ich dann sehr, sehr viele Rückschlüsse gezogen, sehr, sehr viele Geschichten für mich zusammengesammelt, die dann alle in dieses Buch gewandert sind, das ich dann geschrieben habe, Du bist der Pilot. Und Inhalte, Impulse, über die ich heute eben auch als Redner spreche. Super. Und ich hatte jetzt ja in der Anmoderation auch schon gesagt, ich bin ganz neugierig auch auf die Inhalte von deinem Buch. Ich habe gesehen, das sind 10 Erfolgsfaktoren, die können wir natürlich nicht im Detail jetzt hier im Podcast ausbreiten. Das sollen dann die Hörer selber lesen. Wir können sie jetzt hier nur neugierig machen. Genau. Meine zweite Frage würde ich dir gerne noch stellen. Ich habe jetzt deine Augen gesehen, weil wir sehen uns ja jetzt hier, aber die Hörer hören dich. Ich habe gerade gesehen, wie die Augen funkeln, wenn du über das Fliegen redest. Ist das nach wie vor die Leidenschaft, die dich antreibt? Oder was ist also deine Fliegen Leidenschaft? Das ist eine ganz tolle Geschichte. Auf jeden Fall, Fliegen macht mir Spaß. Mhm. Fliegen hat was von Freiheit. Aber meine größte Passion, das, was mich schon immer auch als Kind fasziniert hat, das war das Reisen wirklich. Andere Länder kennenlernen, möglichst viele Kulturen kennenlernen. Das ist für mich das Leben. Das bedeutet für mich Freiheit. Das ist Lebensqualität. Viel auch, weißt du, kulinarisch. Du kommst in ein Land und bist mit so vielen Eindrücken konfrontiert. Und das muss nicht immer positiv sein. Du fliegst ja als Pilot auch nicht immer nur in die allerschönsten Gegenden. Aber das sind alles Eindrücke, das erweitert deinen Horizont im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat mich schon immer fasziniert, das Reisen. Und das ist auch bis heute so. Wie schön. Ja, und das machst du dann ja immer noch aktiv, ne? Genau. Nicht so knapp, oder? Ja. Schön. Philipp, lass uns einsteigen in dein Buch. Du hast ja erzählt, es ist ja jetzt nach diesem Fast-Crash gewesen, dass da so einiges jetzt auch, dass du nachdenklich geworden bist, dass du einiges in Frage gestellt hast, dass du hast gerade erzählt, du hast Geschichten auch gesammelt. Was sind so die relevanten Kapitel, die besonders relevanten Kapitel aus deinem Buch, die dir besonders wichtig sind? Also als mir damals das in Ägypten passiert ist, habe ich mir die Frage gestellt, was kannst du als Pilot mit all den Erlebnissen aus 8000 Flugstunden, was kannst du für die Welt da draußen erzählen, was für jeden Einzelnen auch Relevanz hat, was nicht nur spannend ist, aufregend, was du von anderen Menschen nicht hörst an Geschichten, sondern was sind auch die Impulse, die dich als Mensch geprägt haben. Und ich habe es dann so gemacht, wann immer ich in Hotels war als Pilot und einen Zwischenstopp irgendwo hatte, dann habe ich meinen Laptop aufgeschlagen und aufgeklappt und habe da einfach mal drauf losgeschrieben, was mir da an Geschichten einfällt und das ist dann wirklich, da sind über 40 Seiten draus geworden, einfach mal so drauf losgeschrieben und das habe ich dann gebündelt in 10 Erfolgsstrategien, 10 Impulse, von denen ich glaube,
Das kann man von der Luftfahrt sehr gut auf die Turbulenzen, auf die Herausforderungen des Lebens übertragen. Nicht nur Berufsleben, sondern auch das Privatleben. Auch da läuft nicht immer alles genau nach Plan. Und darum geht's ja als Pilot. Ja? Der Routineflug von München nach Mallorca, das schaffen wir alle. Das ist nicht schwer. Wir alle haben unser Handwerk gelernt, ja, und wir alle kennen das, wenn in unserem Job alles wie nach Plan läuft, so wie wir das gerne hätten, dann kriegen wir das alle gut gebacken, ja. Aber in dem Moment, wo Fehler passieren, in dem Moment, wo Dinge passieren, für die du zwar nichts kannst, aber die gerade deinen ganzen Plan durcheinander werfen, dann wird's spannend. Und das macht eben auch einen guten Piloten aus. Mhm. Zu zeigen, wie gehst du als Team, wir sitzen ja zu zweit da vorne drin, wie gehst du als Team mit solchen Notfällen, mit solchen außergewöhnlichen Situationen um? Und das ist dann auch schon eines dieser Strategien, dieser Impulse, ist das Thema Teamwork, ist mir ganz wichtig in dem Buch. Okay. Weil wir häufig dazu neigen, glaube ich, die Probleme mit uns selbst auszumachen. Ja, uns nicht trauen, um Rat zu fragen. Oder weil wir auch im Unternehmen immer wieder sehen, dass Teams bei weitem nicht so gut sein können oder nicht bei weitem so gut sind, wie sie sein könnten. Mhm. Weil es hier häufig an der Kommunikation scheitert. Das ist dann die nächste Strategie. Was können wir von Piloten lernen zum Thema Kommunikation? Okay, lass uns doch ganz kurz, sorry, dass ich dich unterbreche, Philipp, beim Thema Team bleiben. Also ich stelle das mir vor, ich fliege ja auch häufig, ich sehe dann die zwei Piloten vorne und ihr überlasst ja da nichts dem Zufall. Das heißt, also ihr habt ja eure Checklisten und sprecht euch ab und seid ja auch in gewisser Weise transparent. Wenn du das jetzt überträgst aufs Team, das mag ja auch nicht jeder, ne? Also wenn jetzt der Kollege genau weiß, hoppala, der Mitarbeiter, der andere Kollege, der hat gerade einen Fehler gemacht oder der macht es nicht so, wie es der Prozess vorsieht. Was ist denn da deine Empfehlung, dass du auf Augenhöhe kommunizieren kannst und trotzdem auch mit einem gewissen Augenzwinkern jetzt nicht das eine oder andere zu sehr auf die Goldwaage legst? Ja, also ich glaube, Offenheit und Ehrlichkeit ist sicherlich etwas, was nicht immer angenehm ist. Das ist nicht ganz bequem, gerade wenn eben schwierige Situationen da sind. Aber ich glaube, dass es essentiell ist für Teams, dass sie nicht nur auf Augenhöhe miteinander sprechen können, sondern dass sie auch offen sind. Schau, als Piloten sitzen wir alle im wahrsten Sinne des Wortes in einem Boot. Ja? Wir haben da oben die Verantwortung für hunderte Menschenleben, inklusive unserem eigenen. Das heißt, wir haben alle ein Interesse daran, dass wir unseren Job da oben gut machen. Mhm. Und dann ist die Frage, soll das, also das Teamwork, scheitern an persönlichen Befindlichkeiten? Oder sind wir professionell und fokussieren uns auf das, um was es eigentlich geht, auf unser Ziel? Und unser Ziel ist es, die Menschen sicher von A nach B zu bringen. Und da gehört auch dazu, dass Fehler offen angesprochen werden und dass man ehrlich zueinander ist. Was habt ihr noch für Spielregeln im Team? Naja, viele. Also gerade beim Thema Kommunikation. Das muss gar nicht damit zusammenhängen, dass man dem anderen etwas nicht erzählen möchte, sondern häufig scheitert Kommunikation ja auch daran, dass der andere nicht das versteht, was ich eigentlich gerade sage. Also Missverständnisse oder Schweigen, ja. Und der Kapitän in einen Tunnelblick gekommen ist und dadurch die Maschine abgestürzt ist. Und ich glaube, das haben wir heute leider noch in vielen Unternehmen, dass diese Offenheit, diese Ehrlichkeit und diese Kommunikation auf Augenhöhe, dass die nicht gegeben ist. Und da, du sagst es schon richtig, da überlassen wir nichts dem Zufall. Ja, also kein Pilot kommuniziert so, wie ihm gerade der Schnabel gewachsen ist, sondern auch sowas trainieren wir im Flugsimulator, auch sowas ist Bestandteil in unserer Ausbildung, dass wir auf den Punkt kommunizieren, dass wir Dinge direkt ansprechen und auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir erstmal den Kollegen zu Wort kommen lassen und zwar vollkommen unabhängig davon, wer jetzt der Rang höhere oder der Rang niedrigere ist. Okay, also du lässt erst den Kollegen erzählen. Und danach ergänzt du oder gibst dann Feedback dazu? Genau, also ich sage dir mal, hab den Mut, Letzter zu sein. Also was bedeutet das? Stell dir vor, nehmen wir es mal wieder im Unternehmenskontext. Eine Situation, die wir alle aus dem Unternehmen kennen. Wir haben ein Meeting. Ja? Meistens läuft es so ab, der Chef kommt zum Schluss ins Meeting. Ja? Also der kommt immer als Letzter und prescht dann aber direkt vor und sagt, also meine Damen, meine Herren, das und das ist das Problem. Ich schlage vor, wir machen das und das und das. Was denken Sie? So. Mhm. Und dieses Meeting wird davon geprägt sein, dass alle Gedanken sich nur noch
darum kreisen, was der Chef jetzt gerade gesagt hat. Das heißt, andere Perspektiven wird der Chef nie kennenlernen, weil er ja schon direkt die Marschrichtung vorgegeben hat. Und selbst wenn jemand die Situation anders sieht, dann wird er sich vielleicht wieder nicht trauen zu sagen, ja Chef, aber eigentlich, ich sehe unser Problem gerade ganz woanders. Ja? Und wenn ich sage, hab den Mut, Letzter zu sein, dann bedeutet das für die Führungskraft, setz dich in das Meeting und bevor du sagst, um was es hier geht, stell doch mal die Frage in die Runde. Frag doch mal, warum sind wir heute eigentlich hier? Wie sehen Sie die Situation? Damit gibst du schon mal jedem im Raum, und zwar jedem, die Möglichkeit, sich zu äußern. Oft ist das auch so, manche sagen gar nichts, die kommen gar nicht zu Wort, wollen vielleicht auch gar nicht zu Wort kommen. Die lockst du auch aus der Komfortzone, indem du sagst, ich möchte von jedem in 2, 3 Sätzen erfahren, warum sitzen wir hier? Wie seht ihr die Situation? Und wie könnten Lösungen für diese Situation aussehen? Und genauso machen wir das im Cockpit übrigens auch. Wenn wir einen Triebwerksausfall haben, dann wird der Pilot, der gerade die Maschine steuert, nicht sofort sagen, oh, guck mal, wir haben einen Triebwerksausfall, ich stelle das mal gerade eben ab. Sondern dann wird der fliegende Pilot zu dem nicht fliegenden Pilot sagen, identify, also identifiziere das Problem. Dann schaut er sich das an und sagt, wir haben einen Brand auf dem Triebwerk Nummer 1. Dann schaut der andere Pilot sich das an, ob er damit einverstanden ist und sagt, ja, das sehe ich genauso. Und erst dann wird überhaupt irgendwas getan. Ja, und dann wird der nicht fliegende Pilot das Triebwerk abstellen, aber auch bei jeder einzelnen Hebelstellung, ja, dieses Triebwerk abzustellen, da musst du mehrere Hebel betätigen, wird bei jeder Hebelstellung das confirmen, also das nochmal das Okay vom Kollegen holen. Siehst du es genauso? Ist es richtig, jetzt diesen Hebel abzustellen? Weil es sind tatsächlich schon Flugzeuge abgestürzt, weil die das falsche Triebwerk im Stress abgestellt haben. Ja? Okay. Philipp, wie ist denn das jetzt? Das hört sich ja dramatisch an und sicherlich auch zeitkritisch, wenn da irgendwie ein Triebwerk ausfällt. Ja. Ist es dann nicht so, dass dann jetzt derjenige, der Kapitän ist, nicht die Verantwortung hat und sagt so, wir müssen jetzt hier handeln, schnell, schnell? Oder dieses Identify ist grundsätzlich der Weg, wie vorgegangen wird, auch wenn es besonders dringend ist. Genau, so ist es. Also es ist immer besser, du wartest ein paar Sekunden und stellst das richtige Triebwerk ab, als du bist ganz schnell und stellst das falsche ab. Weil dann ist es definitiv vorbei. Und das ist auch so ein Irrglaube. Ich greife das direkt auf aus deiner Frage. Viele Führungskräfte sagen, ja Moment, aber ich habe die Verantwortung. Ja. Wenn irgendwas bei mir im Unternehmen, bei mir im Team, bei mir in der Abteilung schiefläuft, wer kriegt denn auf den Deckel? Ich. Also muss ich auch der Letzte sein, der entscheidet, ja? Und ich muss der Letzte sein, der praktisch die Kontrolle hat. Und genau diesen Weg, von genau diesem Weg hat man sich in der Luftfahrt verabschiedet, weil man gesagt hat, wir können dann nicht von Teamwork sprechen, ja? Sondern wir müssen die Arbeit aufteilen, und Arbeit aufteilen bedeutet auch die Verantwortung aufteilen. Und dafür ist es wichtig, dass auch der Co-Pilot Verantwortung hat, dass er Vertrauen vom Kapitän geschenkt bekommt, dass der den richtigen Job macht und dass dann projektbezogen, auf die Aufgabe bezogen, sich überlegt wird, wer macht was, zu welcher Zeit, und da gehört dann auch Vertrauen dazu, und das ist im Unternehmen genau das Gleiche. Und das ist ja so ein wichtiger Punkt, das Thema Vertrauen. Das fehlt vielen Mitarbeitern im Alltag, dass sie das Gefühl haben, im Ernstfall steht der Chef nicht 100% hinter mir und ich habe nicht 100% Vertrauen. Ich darf zwar so ein bisschen spielen, aber wie du sagst, wenn es hart auf hart kommt, sagt der Chef, ich sitze hier auf der Stirnseite des Tisches, ich sage, was Sache ist, weil ich habe die Verantwortung, ich halte meine Rübe ein. So, okay, wie trainiert ihr das? Also wie stellt ihr sicher, dass ihr das auch tatsächlich so lebt? Naja, zum einen wirst du in der gesamten Pilotenausbildung auf genau dieses Rollenspiel vorbereitet. Mhm. Zum anderen trainieren wir es auch regelmäßig im Flugsimulator, wenn es dann darum geht, Notfälle zu trainieren. Feuer an Bord, Evakuierung, Triebwerksausfall, Startabbruch, ja, all diese Dinge. Aber es konfrontiert, du wirst natürlich damit auch im täglichen Arbeitsumfeld konfrontiert als Pilot. Denn jeder Ablauf bei uns ist genau darauf ausgelegt, dass wir uns Checklisten, Abläufe, das Fliegen der Maschine selber, dass wir uns das immer 50-50 aufteilen, sodass jeder der beiden Piloten unabhängig von seiner Flugerfahrung auch wirklich das Gefühl hat, ich bin ein vollwertiger Pilot, ein vollwertiges Mitglied dieses Teams,
Und es ist eine Teamleistung, von A nach B zu fliegen. Wo soll denn das Vertrauen sonst herkommen? Das ist ja genau die Situation, die wir in Unternehmen oft erleben. Der Mitarbeiter, der möchte sich einbringen, der gibt sich richtig viel Mühe, der bereitet etwas vor, legt es dem Chef vor und der wischt es einfach weg und sagt, nein, wir machen es aber jetzt so. Ja? Und was glaubst du, wie oft dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin dann noch den Elan und die Freude dabei haben wird, zu sagen, ich bringe mich richtig ein, ich entwickle neue Vorschläge und Lösungsansätze. Dann sind wir ganz schnell bei einer Situation, wo es heißt, Dienst nach Vorschrift, der Chef macht eh, was er möchte. Und genau diese Situation wäre im Cockpit tödlich. Ja? Und in jedem Unternehmen ist es sehr, sehr schädlich. Ich habe gelesen, du machst auch Flugtraining für Manager. Also ist das so, dass die einfach mal zeigen, wie sie in der Praxis arbeiten? Wie geht das vor sich? Ja, wir sind auch schon mit Manager in den Flugsimulator gegangen. Ja. Ja. Das war dann so aufgeteilt, ein halber Tag Seminar, Workshop, wo eben gewisse Inhalte zum Thema Entscheidungsfindung, zum Thema Management, Teamwork vermittelt werden. Und dann war die Idee, mit im Flugsimulator, im Cockpit, diese Sachen direkt anzuwenden. Denn ich glaube, das ist immer etwas, auch so ein Aha-Moment, ja, etwas sehr Eindrucksvolles, wenn du siehst, wie ist das, was ich gerade im Workshop gehört habe, wie wird das wirklich eins zu eins in der Praxis dann auch angewendet? Und das ist ja immer wichtig, ne? Wenn du als Führungskraft in ein Seminar gehst, in einen Workshop, das muss praxisbezogen sein, das muss dich überraschen, das muss dich fesseln, weil nur dann gelingt es dir ja auch, dass du das in deinen Alltag auch integrierst. Dass du den Transfer hinkriegst dann, ne? So. Was sind die größten Aha-Momente dann für die Führungskräfte, wenn sie bei dir im Flugsimulator sitzen? Naja, es sind so diese klaren Abläufe, die klaren Routinen und auch die klare Kommunikation wirklich. Also man ist immer überrascht, mit wie wenig Worten man auf den Punkt dann doch tatsächlich sich ausdrücken kann, wenn man sieht, es geht nicht anders, weil dir bleibt nicht viel Zeit, um erst ein Meeting abzuhalten, ja? Um einen Stuhlkreis zu bilden. Du musst dir auf den Punkt gemeinsam eine Lösung finden. Flugzeuge sind so gebaut, dass man sie gemeinsam fliegt. Und das ist der große Aha-Moment, so sich auf den anderen verlassen, gemeinsam sich zu unterstützen und dann diese Maschine zu landen. Jetzt hast du gerade das Stichwort Meeting gesagt, mit so einem Augenzwinkern habe ich gesehen. Was erzählst du denn den Managern, was sie als Alternative zu ihren Meetings machen können, um mehr Erfolg zu haben? Meetings, da kriege ich natürlich ganz häufig das Feedback. Ich glaube, es gibt kaum ein Unternehmen, was wirklich zufrieden ist mit der Meeting-Kultur. Ja, alle hassen das. Zeitfresser, ganz furchtbar. Ja. Genau, das nimmt mir praktisch den ganzen Zeit, bringt mir den ganzen Zeitplan durcheinander. Ich habe vor lauter Meetings keine Zeit mehr, mich um die eigentlichen Dinge zu kümmern. Die Meetings dauern zu lange und die Meetings sind vor allen Dingen dann auch so die sind nicht zufriedenstellend, weil sich dann die Teilnehmer verabschieden, ohne etwas wirklich konkret entschieden zu haben und schon gar nicht, dass Verantwortlichkeiten geklärt worden wären. Dass also klar benannt wird, okay, wir haben jetzt das entschieden, du kümmerst dich um das, du kümmerst dich um das, das ist unser Fahrplan. Und genau diese Orientierung, diesen Plan, den brauchen Mitarbeiter. Ja? Genau dafür bin ich als Führungskraft auch da. Ja, dass ich gemeinsam klar definiere, was ist unser Ziel und wie wollen wir gemeinsam dieses Ziel erreichen. Also das sind die Feedbacks, die mich oft erreichen, wenn es um das Thema Meeting geht. Und als Piloten, klar, da haben wir natürlich jetzt keine Meetings, aber wir müssen auch gemeinsam schnell zu einer Lösung kommen. Und da stelle ich dann in meinen Workshops oder auch jetzt in meinem Buch, stelle ich so eine Entscheidungscheckliste vor. Das ist eine von ganz vielen Beispielen, wie du ein Meeting besser gestalten kannst. Mhm. NASA, die US-Raumfahrtbehörde NASA, hat extra für Piloten eine Entscheidungscheckliste entwickelt, die es Piloten ermöglicht, auch unter Zeitdruck schwierige Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, wir kennen das alle auch aus dem Privatleben, dass es manchmal schwierig ist, unter Zeitdruck Entscheidungen zu treffen und zu denen zu stehen. Ja? Können wir alle ein Lied davon singen? Und die NASA hat dann eben 6 Punkte definiert. Vordeck nennt sich diese Checkliste und die stelle ich vor. Und mit dieser Checkliste, das ist wie so ein roter Faden, wenn du die mitnimmst in ein Meeting, ich garantiere dir, das Meeting wird nur halb so lange dauern wie vorher
und du wirst eine Entscheidung getroffen haben am Ende des Meetings. Alle sind zu Wort gekommen. Du hast jede Perspektive, jeden Blickwinkel der Teilnehmer kennengelernt, hast dann gemeinsam eine Entscheidung getroffen und du hast vor allen Dingen definiert, wie lautet jetzt der Flugplan? Also wer hat welche Verantwortlichkeiten, um diesen Plan jetzt in die Tat umzusetzen? Was sind die 6 Faktoren? Die 6 Faktoren, es geht los mit dem Wort Facts, also F wie Facts. Also wir fragen uns zunächst mal, was sind die Fakten? Worum geht es eigentlich wirklich? Wie seht ihr die Situation? Das, worüber ich gerade schon gesprochen habe. Lass mal deine Teilnehmer erstmal zu Wort kommen. Wie sehen die die Situation? Ja? So, und wenn alle sich darüber ausgetauscht haben, in 2, 3 Sätzen, warum sitzen wir heute hier? Was ist das Problem? Dann ist der nächste Punkt O für Options. Also welche Optionen ergeben sich aus dieser Faktenlage? Was können wir jetzt tun? Ja? Auch hier ist ganz wichtig, nicht zu werten, also nicht sofort zu sagen, ja, aber das ist ja jetzt eine blöde Option, sondern einfach zu sagen, was wäre denkbar? Da gibt es keine Denkverbote. Ja? Erst im nächsten Schritt gehen wir dann zu Risks and Benefits. Also R steht für Risks and Benefits. Das heißt, wir nehmen uns jede der einzelnen Optionen zur Hand und sagen, wenn wir uns dafür entscheiden würden, für diese einzelne Option, spielen wir das mal gedanklich durch. Was hätte es für Risiken, was hätte es für Nachteile? Welche Gefahren wären dabei, aber auch welche Vorteile, welche Benefits, welche Chancen, welche Möglichkeiten könnten sich daraus ergeben. Häufig sind wir zu sehr darauf fokussiert, ja, keine Risiken eingehen, ja, keine Gefahren. Und übersehen dabei aber, welche Möglichkeiten und Chancen das ergeben würde. Ja, gerade im Unternehmenskontext kann das sehr sinnvoll sein, das mal abzuwägen. Und zu sagen, was ist denn das Chance-Risikoprofil eigentlich? Und das machen wir für jede einzelne der Optionen. Eine schwierige Entscheidung ist ja meistens so, da gibt es nicht das Richtige oder das Falsche, sondern es ist immer eine Abwägung. Also muss man auch beide Seiten abwägen, das Positive und das Negative. Und viele fokussieren sich immer nur auf das Negative. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Decision, die Entscheidung. Das heißt, dann wird unter Abwägung all dieser Sachen, die wir gesammelt haben, eine Entscheidung getroffen. Und wenn wir die Entscheidung getroffen haben, dann stehen wir auch dazu. Es ist dann ganz wichtig, dass wir ins Handeln kommen. Bisher haben wir noch nichts gemacht. Bisher war alles nur Denkarbeit. Jetzt müssen wir das auch in die Tat umsetzen. Das heißt, wir treffen eine Entscheidung im Team und sagen dann, wie wollen wir diese Entscheidung jetzt ganz konkret, Schritt für Schritt in die Tat umsetzen. Das ist dann der nächste Punkt, Execution, also E für Execution, die Ausführung. Mhm. Und da werden dann die Verbindlichkeiten, die Verantwortlichkeiten geklärt. Da wird dann genau gesagt, okay, ich kümmere mich darum, du kümmerst dich darum und regelmäßig halten wir uns auf dem Laufenden, wie ist die Sache, wie ist die Situation. Und der letzte Punkt, der darf auf einer Checkliste nie fehlen, C für Check. Mhm. Was checken wir? Zum einen checken wir natürlich, funktioniert das alles so, wie wir uns das überlegt haben. Ja? Also am Schreibtisch sieht vieles toll aus, in der Realität verhält sich's anders. Das ist im Cockpit auch nicht anders. Ja? Wir müssen dann auch gucken, funktioniert es so, wie wir uns das überlegt haben, oder müssen wir vielleicht nochmal nachjustieren? Auf der anderen Seite checken wir aber auch immer, was passiert eigentlich gerade um uns herum. Mhm. Jetzt in der Situation, wo wir nur über unser Problem grübeln, was passiert eigentlich gerade um uns herum? Also das könnte ein plötzlicher Wetterumschwung am Ausweichflughafen sein. Ja? Den kriege ich nicht mit, wenn ich bloß mit meinem Problem im Cockpit beschäftigt bin. Also auch da müssen wir immer ein Auge drauf werfen. Für Unternehmen meinetwegen, was machen jetzt gerade, wo wir und über unserem Problem grübeln, wie verhält sich der Markt? Wie verändern sich die Kunden? Was machen unsere Mitbewerber? All das sind Sachen, die finden da draußen statt. Die muss ich auch auf dem Schirm haben, weil das fließt ja auch direkt in meine Entscheidungsfindung ein. Und das sind diese 6 Punkte vordeck. Wenn du ein bisschen die Übung darin hast, kannst du die wirklich innerhalb von 1, 2, 3 Minuten machen. Und den Teams, mit denen ich arbeite, empfehle ich auch immer, mach das schriftlich. Ja? Nehmt diese Vordeck-Checkliste mit in ein Meeting und notiert das auf einer Flipchart. Mhm. Wie sind die Fakten, wie sind die Options, Risks and Benefits, Decision, Execution, Check, dass man das alles Punkt für Punkt aufschreibt, weil das verbildlicht einem das Ganze auch nochmal. Ja?
Ja, wie wertvoll. Ich wollte mich gerade fragen, was für einen Rahmen empfiehlst du? Aber das ist dann tatsächlich sozusagen am besten wahrscheinlich auch im Stehen, ne? Im Flapchart und dann alle zusammen mit dem Fokus auf diese sechs unterschiedlichen Punkte. Wie oft überprüfst du dieses Check? Also wenn du jetzt dann losgelaufen bist, wenn du ins Handeln gekommen bist, wie oft guckst du drauf, ob die Richtung stimmt? Also das ist natürlich auch immer abhängig von der Situation, die wir gerade haben. Das kannst du nicht pauschal für jede Situation, für jedes Problem anwenden, aber du musst einfach regelmäßig das im Hinterkopf behalten, nicht in den Tunnelblick zu verfallen. Darum geht es ja bei diesem Punkt Check, sondern immer den Weitblick zu behalten und zu sagen, okay, wir befassen uns jetzt gerade mit der Situation, aber von Zeit zu Zeit lass mal noch gucken, was könnten noch da draußen an Informationen auf mich warten, die ich vielleicht jetzt noch gar nicht auf dem Schirm habe. Sehr, sehr wertvoll. Danke. Ich denke, da sind auch viele Hörer sehr dankbar, die in ihren Meetings sitzen, sich zu Tode langweilen und das Gefühl haben, sie verschwenden ihre Zeit. Du hattest in einem anderen Interview einmal gesagt, du wächst immer außerhalb deiner Komfortzone. Deswegen, ich hatte bei der Anmoderation auch gezeigt, dass du auch jetzt in deinem Buch Hinweise gibst, wie du persönlich wächst, wie du aus deiner persönlichen Komfortzone kommst. Hast du da nochmal einen Tipp für die Hörer, jetzt wie sie persönlich wachsen können? Ja, mit Fehlern anders umgehen. Aha. Ja, Fehlerkultur ist auch wieder so ein Thema, das betrifft die Mitarbeiter und Führungskräfte im Unternehmen genauso wie jeden von uns als Privatperson. Wie gehen wir eigentlich mit Rückschlägen im Leben um? Mhm. Wie gehen wir mit den Fehlern um? Wir machen alle Fehler und wir werden diese Fehler auch nicht abstellen können. Und häufig, das beobachte ich, ist das Verhalten von Mitarbeitern und Führungskräften nur dadurch geprägt, ja, keine Fehler zu machen. Mhm, und das ist im Übrigen auch im Cockpit eine Vorgehensweise, wo du einfach kein guter Pilot bist, weil Fehler passieren auch im Cockpit. Es gibt sogar eine Studie, dass alle 4 Minuten im Cockpit echt? Fehler machen. Ja. Alle 4 Minuten. Wenn dann Gelächter losgeht oder Raunen im Publikum, das ist ja natürlich, das will man als Passagier da draußen nicht hören. Das ist nein. Ja? 4 Minuten, das ist oft. Ja, aber man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, da handelt es sich um sehr, sehr kleine, minimale Fehler. Ja? Und es geht darum, nicht der Fehler ist das Problem, sondern die Fehlerkette. Das zeigen Abstürze immer wieder. Heutzutage werden ja Abstürze penibelst genau analysiert. Man möchte verstehen, warum haben die Piloten so gehandelt, wenn es denn ein Pilotenfehler war. Ja, man möchte sich hineinversetzen in die Piloten und das Warum dahinter verstehen. Weil wenn es diesem Piloten passiert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es einem anderen Piloten auf der Welt auch wieder passieren wird. Also muss man Maßnahmen ergreifen, damit zukünftig den Piloten so etwas nicht mehr passiert. Und da sprechen wir über Fehlerkultur. Denn wir können ja aus solchen Dingen nur lernen, wenn wir auch die Fehler klar benennen. Wenn wir die Fehler auf den Tisch bringen und sagen, also das war das Problem. Es spielt keine Rolle, wem das passiert ist, sondern es geht nur darum, was können wir für die Zukunft lernen, damit dieser Fehler nicht nochmal passiert. Und das zeigt, schau, alle 4 Minuten passiert im Cockpit ein Fehler und trotzdem, wie oft hören wir von dem Flugzeugabsturz? So gut wie gar nicht mehr. Ja, und das, obwohl jeden Tag zu jeder Sekunde zigtausende Flieger weltweit unterwegs sind, ja, teilweise bei widrigsten Wetterbedingungen. Das zeigt ja schon, wie gut das Teamwork und die Kommunikation im Cockpit ist, wenn solche Fehler schnell entdeckt werden und abgeschaltet werden. Wunderbar. Und du sagst dann, im Privaten gilt es genauso, dass du dann, wenn du Fehler machst, dich nicht verteufelst, sondern eher schaust, wie kannst du es in Zukunft anders machen? Genau so ist es. Also als junger Co-Pilot, da wirst du ins kalte Wasser geworfen. Ja, deswegen das nochmal zu dem Thema raus aus der Komfortzone. Da hast du nicht viele Flugstunden. Die du absolviert hast, hast du im Flugsimulator absolviert. Und plötzlich steigen da hinten Passagiere ein paar hundert. Und dann heißt es auch nicht, ja, du bist ja ein junger Co-Pilot. Jetzt schaust du die ersten Flüge erstmal zu, wie ich das mache. Nein. Sondern als junger Co-Pilot fliegst du vom ersten Tag an dieses Flugzeug. Du sollst das Flugzeug steuern. Deswegen meine ich, das ist ein Sprung ins kalte Wasser. Aber
Du hast ja einen Mentor neben dir sitzen, einen Kapitän, der ist erfahren, der gibt dir Tipps, aber der lässt dich auch bewusst so kleine Fehler machen, weil man, wir wissen das alle, am meisten aus den Fehlern lernt. Wenn du ständig sagst, nee, mach mal das lieber so, weil sonst passiert das, wirst du nicht so schnell draus lernen, als, naja, okay, dann passiert halt mal eine harte Landung meinetwegen, wenn ich zu spät die Maschine abgezogen habe. Der Maschine tut es nicht wirklich weh, die Passagiere, die werden es auch überleben, aber nach dieser harten Landung habe ich für mich wieder eine ganze Menge gelernt. Fliegen lernst du nur durchs Fliegen. Ja? Und dafür musst du dich auch da raustrauen und musst auch bereit sein, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen. Also wenn ich heute zurückblicke an meine weichen Landungen von damals, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber an die harten, die werde ich wahrscheinlich ein Leben lang nicht vergessen. Deswegen sage ich, persönliches Wachstum findet immer außerhalb der eigenen Komfortzone statt. Ja. Philipp, ich verlinke dein Buch in den Shownotes. Gibt es jetzt so abschließend noch einen Tipp, den du sagst, das ist wichtig für die Hörer, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Möchtest du gerne noch mitgeben zum Thema Buch? Ja, klar, gerne. Also ich möchte mit einem Irrglauben hier vielleicht aufräumen. Ich höre das oft auf den Vorträgen oder auf den Seminaren. Naja, in einem Cockpit bei Piloten, da ist ja alles sehr routinegetrieben und da ist ja alles genau vordefiniert und mit Checklisten und im Zweifelsfall fliegt ja eh der Autopilot. Ja? Das sind so immer diese Vorurteile, wo man dann sagt, naja, aber bei uns im Unternehmensalltag ist das ja ganz anders. Ich habe es vorher schon mal angedeutet, ein guter Pilot zeigt sich eben genau dann, wenn diese ganzen Routinen, diese Checklisten nicht greifen. Und die wirklichen Herausforderungen, für die gibt es keinen Autopilot. Weder im Cockpit noch im wirklichen Leben. Und das, was ich den Menschen, deinen Zuhörern da draußen vielleicht abschließend auf dem Weg mitgeben möchte, ist, sich nicht nur immer rein auf das Rationale zu verlassen. Also unser Leben ist bestimmt von schwierigen Entscheidungen. Und viele treffen ihre Entscheidungen rein auf der Basis von Fakten, von rationalen Überlegungen heraus. Aber das ist halt nur ein kleiner Teil des großen Gesamtbildes. Das, was uns wertvoll macht, das, was uns einzigartig macht, das sind unsere Erfahrungen, die wir als Mensch gesammelt haben, aber auch in unserem Beruf gesammelt haben. Und das alles speist doch unsere Intuition, ja, unser Bauchgefühl. Und ich glaube, für jeden Piloten, für jede Führungskraft, für jeden Menschen da draußen ist es wichtig, diesem inneren Kompass zu folgen, ja. Wir alle haben so einen inneren Kompass, so eine innere Stimme, die uns ganz oft den richtigen Weg weist. Und dann kommt es nur darauf an, habe ich auch wirklich den Mut zu sagen, ich folge jetzt meiner inneren Stimme. Ich möchte meinen Weg im Leben gehen. Das fühlt sich für mich richtig an und das mache ich jetzt. Schön. Philipp, wie bist du erreichbar für die Hörer, die jetzt nicht nur dein Buch lesen möchten, sondern auch jetzt vielleicht in dein Training kommen oder ein bisschen mehr von dir wissen möchten? Ja, es gibt eine Website, www.philippkeil.com. Mhm. Ich bin auf sämtlichen sozialen Netzwerken, auf sämtlichen Kanälen erreichbar. Da gibt es regelmäßige Updates, News, Geschichten, auch Videos von meinen Vorträgen, wer da einfach mal gerne reingucken möchte. Und ansonsten, da finden Sie auch deine Zuhörer, auch meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse auf meiner Website. Also einfach mal reinschauen. Und ja, ich freue mich immer über Zuschriften und Anrufe, über Feedbacks und hoffe, dass ich die letzte halbe, dreiviertel Stunde ein bisschen interessant gestalten konnte. Ja, ganz bestimmt. Und bevor du mir jetzt absaust, eine Frage habe ich noch, und zwar, wie du persönlich auf dich schaust. Du hast ja wirklich da auch einen sehr herausfordernden Job. Was machst du, damit es dir gut geht? Also zunächst mal schaue ich kritisch auf mich. Also wenn es wirklich darum geht, in etwas besser zu werden, wenn es um meine Ziele geht, wenn es darum geht, wo möchte ich hin im Leben. Ich habe ja auch, wie gesagt, schon öfter mal die Richtung so ein bisschen gewechselt im Leben. Und da reflektiere ich für mich schon durchaus kritisch, weiß aber eben auch, dass Rückschläge oder Fehler im Leben dazugehören, habe das für mich akzeptiert. Und was ich auch gelernt habe, ist, so eine Balance, so ein Gleichgewicht zu halten, herzustellen. Du weißt es, ich habe eine Familie mit zwei kleinen Kindern, die mir auch unglaublich viel gibt. Und ich glaube,
wenn man erfolgreich sein möchte, dann heißt es bei weitem noch nicht, dass man das Privatleben, das Familienleben dafür opfern muss, sondern es kommt wirklich darauf an, sich selbst im Leben zu fragen, was sind deine Prioritäten und wie kannst du die Zeit, die du zur Verfügung hast, sinnvoll nutzen? Und das versuche ich jeden Tag aufs Neue, um mir auch Zeit für die schönen Sachen im Leben abseits der Arbeit zu nehmen. Schön. Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ganz wertvoll. Also ich denke, da ist viel dabei, auch an konkreten Tipps, die die Hörer auch jetzt sofort jetzt sowohl im Job als auch privat umsetzen können. Also vielen, vielen Dank dafür. Danke dir, Andrea. Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du möchtest einfach mehr? Dann geh jetzt auf andrea-patzelt.com oder schicke eine E-Mail an podcast@andrea-patzelt.com. podcast@andrea-patzelt.com.